Ja, gegen 6.20 Uhr wurde die Rettungsleitstelle bezüglich eines Brandes informiert. Und der Brandort konnte schnell hier im Bereich des Gestüts Ehrenhof lokalisiert werden. Und Einsatzkräfte der Feuerwehr haben unmittelbar mit Löscharbeiten begonnen. Nach dem jetzigen Stand dürfte der Brandentstehungsbereich eine Stallung gewesen sein, in dem sich mehrere Pferde befanden und auch mehrere Pferde darin verendet sind. Letztlich haben auch mehrere Mitarbeiter es geschafft, noch Pferde zu befreien, die dann auch die Stallung verlassen konnten, unverletzt. Und zwei der Mitarbeiter wurden dabei verletzt, mit Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Zunächst mal, ich war also mit als Erster hier am Brandort. Für mich das Schlimmste, was ich je, und ich bin Unfallchirurg und Orthopäde, für mich das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja? Vorab kann ich schon mal sagen, das ist, glaube ich, das, was alle am drängendsten interessiert. Das Olympiapferd ist unverletzt. Das konnten wir retten. Im Prinzip, was ich sagen kann, ein fantastischer Einsatz der Feuerwehr, unglaublich schnelle, koordinierte Kräfte, sodass viele Gebäude, eigentlich die meisten Gebäude gerettet werden konnten. Das werden die Kollegen Ihnen aber nochmal im Einzelnen erklären. Und von meiner Seite aus große Dankbarkeit, dass das so unglaublich gut funktioniert hat. Im jetzigen Zeitpunkt bestätigen kann ich 4 getötete Pferde und 3 verletzte Pferde. Wir haben heute Morgen um 20 nach 6 hier eine Einsatzlage bekommen, die sich schnell zu einem Großfeuer entwickelt hat, in dem eben hier auf dem bekannten Gestüt Erlenhof eine Stallung im Vollbrand war. Das Feuer drohte auf eine Reithalle und auf ein dahinterliegendes Wohnhaus überzugreifen. Es ist also erforderlich geworden, ein umfangreicher Einsatz der Feuerwehren nicht nur der Stadt Bad Homburg, sondern wasserführender Fahrzeuge aus dem gesamten Hochtaunuskreis und ebenso Großtanklöschfahrzeuge und Spezialfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Frankfurt, der Berufsfeuerwehr Offenbach und der Werkfeuerwehr Infrasurf. Weil es galt natürlich, Unmengen von Wasser hier sofort zum Einsatzort zu bringen. Deshalb ist auch unter anderem eine Wasserförderung lange Wegstrecke in einem naheliegenden Fischteich vorgenommen worden und natürlich das gesamte Hydrantennetz angezapft worden im gesamten Umkreis. Insgesamt sind hier im Einsatz 250 Einsatzkräfte, nicht nur der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes, sondern auch des Technischen Hilfswerks. Wir haben leider einen verletzten Feuerwehrmann, der Verbrennungen zweiten Grades an der Hand erlitten hat.